Wann wurden Sie und die übrigen Kinder im Kinderheim Bad Sachsa befreit von den Alliierten und wie war das für Sie? Also auf den Tag genau kann ich Ihnen nicht sagen, das müsste man irgendwo nachlesen, aber das war nicht sehr lang danach. Am 12. April oder sowas. Oder ist, ja, also das, nun, die Amerikaner kommen und wir sind also alle in den Keller, der aber nur nach einer Seite Keller war, nach der anderen Seite, das war das Souterrain, ja, war das ebenerdig. Vorher waren immer noch Tiefliegerangriffe gewesen. Ja, und da wurde geschossen. Ja, also es war, die Deutschen haben da noch verteidigt am Waldrand, eine Zeit lang. Während wohl die Amerikaner schon in der Stadt waren. Und wurde nachher auch gesagt, die Amerikaner hätten eigentlich Bad Sachsa deswegen, weil noch nach der Kapitulation geschossen wurde, zusammenschießen lassen. Aber das haben sie nicht gemacht. Jo, und dann war das irgendwann vorbei und dann sind wir erst wieder rauf. Und dann haben die Amerikaner dieses Haus und durchsucht, unter alle Betten geschaut und so weiter. Das fanden wir natürlich ganz spannend. Ja, und dann war gar nichts, dann ging es einfach wieder weiter. Also im Prinzip waren wir nicht mehr eingesperrt, ja. Aber das hat praktisch nicht viel geändert, ja. Also, wir sind mit auch weitere Entfernungen spazieren gegangen und sowas. Ich kann mich nicht an viel mehr Kontakte in den Ort erinnern. Und wann konnten Sie endlich dann nach Hause kommen? Naja, das waren, wenn Sie wollen, annähernd 2 Monate danach, nicht wahr? Ich meine, der Krieg war ja erst offiziell am 8. Mai zu Ende. Da waren wir aber schon längst besetzt und das hat also für uns keine praktische Auswirkung mehr gehabt. Irgendwann kam also der neue Bürgermeister und hat gesagt, jetzt sind wir frei und so weiter. Aber, naja, es hat auch nichts geändert. Und dann kam eben, ganz überraschend, meine Großtante mit dem Auto. Das stand ein Auto mit, ein deutsches Auto, ja. Aber da war die französische Trikolore auf der Seite aufgemalt. Weil die kam aus Lautlingen, hat das Auto sich von den Franzosen irgendwie erbettelt. Und dann stellt mir fest, es ist die Großtante. Ja. Sie wurden dann abgeholt von ihrer Großtante und dann ging es dann in ihre alte Heimat nach Lautlingen? Ja, nach Lautlingen, ja. War da schon Ihre Mutter vor Ort? Nein, wir wussten überhaupt nicht, wo meine Mutter ist. Also wir waren die Ersten sozusagen. Also meine Großmutter war im November in Hausarrest aus dem Gefängnis gekommen. Ihre Schwester schon vorher, die durfte aber nicht nach Lautlingen, die ist also dann erst nach dem Krieg wieder nach Lautlingen gekommen. Und ja, da war sonst niemand. Die Haushälterin meiner Großmutter, dann waren da noch eine ganze Menge Gestapo-Familien, die war also evakuiert worden aus Stuttgart. Und ein kleines Lazarett, also hier auf dem Haus wehte eine Rotkreuzfahne. Und ja, also wir kamen mit dem Auto, mein nächster junger Bruder und ich, mit der Freundin von meiner Großtante. Und die Großtante selber, die hat einen Bus organisiert mit Holzgasantrieb. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Und da kamen die anderen, also die 5 Stauffenbergs, nein, 4 ohne uns 2 und 3 Hofacker und dann war, glaube ich, auch noch die Marie-Louise Lindemann dabei und die fuhren dann zu meiner Tante, Tochter der ältesten Schwester meiner Großmutter in Reichenbach bei Blochingen, Esslingen, ja. Und der Rest kam dann auch nach Lautlingen. Aber wo waren die Mütter? Ja?
die Witwe meines Onkels Berthold, die also auch zu den Sippenhäftlingen gehörte, die kam am nächsten Tag mit einem Auto des Erzbischofs von München. Und wo meine Mutter war, das wusste man nicht. Und wann haben Sie denn erfahren, weil ich habe gelesen, Sie haben dann Ihre Mutter abgeholt in der Nähe von Also ich durfte mit sie abholen, ja. Und woher wussten Sie, dass sie dann da ist? Wie haben Sie das erfahren? Das hat sich irgendwie rumgesprochen. Es gab ja keine richtige, also es gab ja, Telefon funktionierte nicht richtig, ja, oder überhaupt nicht. Die Post funktionierte nicht. Wie war das für Sie, als Sie Ihre Mutter gesehen haben? Weil ja, es war natürlich sehr bewegend, ja. Und ich habe auch meine Schwester das erste Mal gesehen.